begrüße euch zu dem Vortrag PrEP, Pretty Easy Privacy, und darf die Referentin vorstellen. Sie ist vor und arbeitet schon seit längerer Zeit fürs Projekt und wird zeigen, wie jedermann verschlüsselt per E-Mail kommunizieren kann. Danke. Super. Hallo. Ich hatte in der Ankündigung ja gesagt, dass ich je nachdem, wie so die Vorkenntnisse sind, das dann auch noch ein bisschen einführe. Allerdings gab es ja jetzt gerade vor mir die Einführung in GPG für Anfänger. Also machen wir mal, wer weiß denn gar nicht, was GPG ist und wie es funktioniert. Ja, perfekt. Ist ja wunderbar. Das heißt, alle wissen, was GPGP ist. Wer nutzt denn GPG? Okay, da sind ja schon mal einige. Wer nutzt es denn täglich? Das sind ja schon wieder deutlich weniger. Also das ist genau das Problem, das wir versuchen hier anzugehen. Wer hat schon mal versucht, das anderen beizubringen? Okay, so mehr als die, die es täglich benutzen. Hat das schon mal jemand versucht, irgendwie in irgendeiner Aktivistengruppe oder vielleicht auch in der Firma, in einem Projekt irgendwie so zu deployen? Also dass jetzt mal alle das, ja, und ist das erfolgreich gewesen? Also hat das irgendjemand erfolgreich deployed? Nein, okay. Gut, schauen wir mal, dass das anders wird in der Zukunft. Gleich vorweg, wir sind jetzt in Enigmail in der Beta, das kommt sonst ganz am Ende, aber also wer sich dafür interessiert, irgendwie Thunderbird kann das jetzt, diesen PEP-Mode, zumindest in der Beta-Version. Funktioniert natürlich noch nicht einwandfrei, aber ihr könnt euch das gerne runterladen und anschauen und dann schön die ganzen Bugs reporten, bitte. Also Pretty Easy Privacy kommt also von Pretty Good Privacy, PGP. Und was wir machen ist, wir wollen Massenverschlüsselung ausrollen. Also wirklich Verschlüsselung für die Masse. Das heißt, ihr seid jetzt eigentlich alle nicht so die Zielgruppe. Ihr könnt ja mit GPG schon umgehen, ihr habt Key Management gelernt und so. Aber ihr freut euch natürlich vielleicht trotzdem, wenn das jetzt in der Zukunft einfacher geht. Aber uns geht es halt vor allen Dingen darum, dass die Leute, die das bisher noch gar nicht verwenden, die davon gar nichts wissen, oder auch die Leute, die vielleicht das mal angeschaut haben und dann gesagt haben, oh mein Gott, das ist mir viel zu kompliziert, dass wir das da wirklich eben für die Massen ausrollen. Und dazu haben wir einen Plan, den werde ich euch jetzt mal vorstellen, und da freue ich mich dann eben nachher über Feedback, ob ihr meint, ob der Plan so aufgeht. Das heißt, diesen ganzen Verschlüsselungsteil, den sparen wir uns mal. Das haben jetzt also alle schon, wissen schon, wie das funktioniert. Gehen wir direkt rein. Also ich mache ein Intro. Ich das alles nochmal ein bisschen erkläre, dann gehe ich direkt in die Technologie und erkläre die Architektur von PEP, dann das Konzept, also was wir uns so ausgedacht haben, und dann nochmal einen speziellen Teil zu GNUNet, weil das nämlich auch integriert werden soll. Das heißt, das ist immer so ein bisschen einfacher und dann wieder ein bisschen technologischer. Also wenn ihr quasi beim Tech-Teil, also es war ja irgendwie für Beginner angekündigt, aussteigt, macht euch keine Sorgen, ihr könnt dann später wieder mit einsteigen. Und dann habe ich hier noch so ein paar Sachen vorbereitet, weil wir eine Stunde Zeit haben, dass wir optional vielleicht in unseren RFC reinschauen oder in den Code Audit, oder ich habe noch so eine Screenshots, wie das zurzeit so aussieht auf Android und so. Mal gucken. Also, dann erstmal Intro, Erklärung der Menschenrechte, sollten wir alle kennen, ich lese es aber trotzdem sehr gerne nochmal vor. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Das ist Artikel 12 der Menschenrechte und hört sich jetzt so auch erstmal eigentlich total gut an. Können wir alle so machen, können wir alle so unterschreiben. Ist ja aber leider nicht so. I don't want to live in a world where everything that I say, everything that I do, everyone I talk to, every expression or creativity or love or friendship is recorded. Das hat Mr. Snowden gesagt, der uns ja bewiesen hat, dass es eben nicht so ist. Also, dass es so ist, wie er sagt, und dass es nicht so ist, wie die Menschenrechte sagen. Nämlich, es wird alles mitgeschnitten, es wird alles recorded. Einerseits von den, ja, das müsste man mal updaten. Achso, kann man hier gar nicht so richtig gut sehen. Ja. Nee, das ist falsch. Es ist natürlich sehr dunkel, aber haben wir es ein bisschen schummrig? Okay. Also, jetzt wisst ihr, warum man das mal updaten sollte. Ich habe auch geguckt, ob da jemand für Trump mal was gebaut hat. Leider nicht. Also, an die Designer unter euch, wir bräuchten das dann also auch noch mit Trump.
Aber es sind ja natürlich nicht nur die Regierungen, die hinter uns her sind, sondern es gibt ja auch noch so andere Organisationen. Hier, das kennt ihr wahrscheinlich, das Bild mit den Schweinchen, die sagen, oh, das ist so toll, wir müssen hier nicht mal was für die Steuer bezahlen. And even the food is for free, weil eben, wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du halt eben nicht der Kunde, sondern du suchst das Produkt, das später verkauft wird. Das ist ja auch immer wieder ein Problem. So, das heißt, wir haben eben das Problem, dass unsere Kommunikation online wie eine Postkarte funktioniert und dass unsere Welt Massenüberwachung hat. Und was wir jetzt eben versuchen, ist Massenverschlüsselung und Massenanonymisierung. Und wie wir das genau versuchen, erkläre ich jetzt. PEP macht, was die Nutzer eigentlich machen wollen würden oder hätten machen sollen. Das heißt, wir kommen alle so aus diesem Krypto-Party-Kontext, haben irgendwie auch also Hunderten, wenn nicht Tausenden Leuten GPG erklärt in den letzten 10, 15, 20 Jahren und haben uns irgendwann mal gesagt, anstatt immer mehr Anleitungen zu schreiben, schreiben wir jetzt die Erwartungen der Nutzer in Software und Standards. Und dafür haben wir eben einen RFC bzw. einen sogenannten Internet Draft geschrieben. Das ist die Vorstufe vom RFC. Kann man sich anschauen. Da ist die URL und ich lese einfach mal kurz von dem Abstract das Unterstrichene vor, weil das fasst das auch ganz gut zusammen. Building on already available security formats and message transports, pretty easy privacy, describes protocols to automatize operations like key management, key discovery, private key handling, that have been seen to be the barriers to deployment of end-to-end secure interpersonal messaging. Also wir versuchen eben auf existierende Krypto aufzusetzen. Wir machen nichts Neues. Wir machen nur ein User-Interface, das am Ende keins mehr ist, weil das einfach automatisch funktioniert. Weil, was machen die User? Die schreiben einfach nur Nachrichten. Die müssen sich sonst mit nichts auseinandersetzen. Ich habe hier mal so ein kleines Bildchen-Dings da, ne? Also wir haben jetzt hier oben zwei, haben wir so ein Dings? Nee, ne? Aber also oben links haben wir zwei PEP-User. Das kann auch ein PEP-User und ein GPG-User sein. Also das ist kein Problem, aber wir haben jetzt natürlich aus der Sicht eines PEP-Users, und das sind jetzt einfach zwei, die installieren sich das. Dann schreibt der eine dem anderen eine E-Mail, die ist jetzt eine Postkarte, unverschlüsselt. Da wird aber der Key schon automatisch drangehängt. Das heißt, während der Installation wird ein Key generiert, davon bekommt der User gar nichts mit. Der schickt eine E-Mail ganz normal, da wird der Key angehängt, davon bekommt der User auch nichts mit. Der Empfänger sieht dann, aha, da ist der Key drangehängt, wenn er ein GPG-User ist oder wenn er ein PEP-User ist, merkt PEP, aha, da hängt ein Key dran und antwortet. Und die Antwort ist jetzt schon verschlüsselt. An dieser Antwort hängt jetzt auch der Key dran und ab dem Moment können diese zwei Personen verschlüsselt miteinander kommunizieren, ohne dass, ne, im Falle von zwei PEP-Usern einer von beiden überhaupt gecheckt hat, was Phase ist, sondern sie sind jetzt einfach in einem verschlüsselten Modus. So ähnlich wie bei OTR oder so. Ne? Man macht einfach, hey, hey, es wird so ein Key-Exchange, findet einfach statt und dann ist man in diesem verschlüsselten Modus, muss dann allerdings oder kann dann noch eine Verification machen. Also so ist man jetzt eben in diesem, wir benutzen da so Ampelfarben, das heißt, man ist jetzt im gelben Modus, das heißt, man ist verschlüsselt, aber man ist noch nicht verified, weil klar, Trust kann man nicht über Software abbilden, abbilden schon, aber man kann über Software eben keinen Trust herstellen, das können nur zwei Personen, wenn sie sich in die Augen schauen oder eben Fingerprints am Telefon vorlesen. In dem Fall übersetzen wir Fingerprints in Trustwords. Komme ich später auch nochmal dazu. Das heißt, man liest sich eben nicht Fingerprints vor, sondern halt Wörter. Hier Battery Horse Staple, dann gibt es den Handshake und ab jetzt ist man eben im grünen Modus. Das heißt, man ist verschlüsselt und verified. Aber es ist ähnlich wie bei OTR. Ich denke, ihr kennt das ja wahrscheinlich alle. Da klickt man dann mal, ja, ja, passt schon und hat sich aber die Fingerprints eigentlich gar nicht vorgelesen. Das heißt, in diesem, ich denke mal, die meisten User werden in diesem gelben Modus bleiben, aber das reicht uns ja auch schon. Also damit haben wir ja irgendwie schon ziemlich viel mehr Verschlüsselung da draußen. Hier das Ganze nochmal in einem Diagramm. Also ne, erste E-Mail geht raus, mit Schlüssel angehängt, zweite E-Mail geht zurück, die ist dann schon verschlüsselt und dann eben optional dieser Verifikationsprozess. Also jetzt nochmal, was ist PEP? Cross-Plattform-Abstraktion, um eben easily existierende Krypto-Tools zu benutzen. Mit GPG haben wir jetzt angefangen, aber das ist noch nicht alles. Wir möchten jegliche digitale Textkommunikation verschlüsseln, mit dem Startpunkt E-Mail eben Massenverschlüsselung erreichen. PEP verschlüsselt automatisch, egal mit welchem Kryptostandard, wann auch immer verfügbar. Also
By default wird das genommen, was halt gerade da ist. Wir haben jetzt, wie gesagt, im Moment ist es nur GPG, aber es ist schon der Plan, dass die Engine dann auch OTR und Axolotl und alles Mögliche noch kann und dann immer entscheidet, was man so nimmt. Wie wir das ja auch tun jeden Tag, aber das können wir halt nicht von den Leuten da draußen erwarten. Und wir möchten eben, dass die Endnutzer-Software hassle-free und zero-touch ist, dass es eben sehr, sehr einfach ist, was wir mit diesem Software-Standard ja eigentlich schon einigermaßen realisiert haben, weil eben der User schreibt einfach E-Mails. PEP ist nicht, das ist uns auch ganz wichtig, es geht hier nicht darum, not yet another Crypto-Tool zu bauen, sondern wir wollen vorhandene Crypto-Tools unterstützen mit einem einfachen User-Interface. Und auch keine geschlossene Nutzergruppe und sowas. Ne? Nicht irgendwie, alle müssen jetzt umstellen und das eine Ding installieren und so. Wir sind kein Provider einer Plattform, weder zentral noch dezentral. Wir implementieren keine neue Krypto, wir nehmen nur den ganzen alten abgehangenen Scheiß. Wir ersetzen auch kein existierendes Krypto-Tool per se. Also jeder, der GPG jetzt irgendwie über, gestern Abend sprach ich bei dem Evening-Event mit jemandem, der also E-Mail-GPG über Emacs macht, so kannst du weiterhin gerne tun. So, kein Problem. Wenn du dann vielleicht dir angewöhnst, halt auch automatisch deinen Key anzuhängen, sodass die anderen User, die das halt nicht mit Emacs machen, damit klarkommen, dann ist das halt überhaupt kein Problem. Und wir sind auch nicht nur ein E-Mail-Encryption-Tool, auch wenn wir das im Moment sind, ist das eben eigentlich nur der Anfang, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. So, dann noch, wer ist PEP? Achso, wenn es Fragen gibt, ne, könnt ihr mich jederzeit unterbrechen. Es gibt wahrscheinlich dann so ein Mikrofon, kann das auch dann wiederholen. Wir sehen uns als Cypherpunks und möchten Massenverschlüsselung ausrollen, um die Kosten der Massenüberwachung zu optimieren. Wir wollen die Nutzung von Krypto pretty easy machen. Und zwar können Entwickler PEP in ihre Anwendungen einstöpseln. Also wirklich so, also so Plug and Play ist es im Moment noch nicht, weil wir noch keine tolle Doku haben. Aber so von der Idee her ist es so. Und Benutzer können das eben einfach so benutzen, by default. Und falls euch jetzt Cypherpunks kein Begriff ist, ich habe hier so ein paar Zitate und wir haben ja jetzt auch eine Stunde Zeit. Are actively engaged in making the network safer, advocate widespread use of strong cryptography as a route to social and political change und aim to achieve privacy and security through proactive use of cryptography. Das Cypherpunk-Manifesto ist 1993 geschrieben und hat diese wunderschöne Definition von Privacy und Security, die ich auch mal vorlese. Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Privacy is not secrecy. A private matter is something one doesn't want the whole world to know, but a secret matter is something one doesn't want anybody to know. Privacy is the power to selectively reveal oneself to the world. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil also in Deutschland sind wir da noch ganz cool, so jeder versteht das mit Privacy ist wichtig und so, aber woanders ist es ja dann immer so, die Deutschen und was machen die da für einen Stress und so. Aber es ist doch total normal, dass man eben selectively revealed, was man so tut. Also wenn ihr jetzt gestern Abend da in der Kneipe gesessen seid oder heute Abend und ihr unterhaltet euch mit jemandem, dann ist das ja ganz normal, dass ihr jetzt in dem Zusammenhang wahrscheinlich erzählt, was ihr so mit Open Source macht und so, wärt ihr jetzt auf einer Geburtstagsparty von eurer Schwägerin, dann würdet ihr wahrscheinlich was ganz anderes erzählen, ja, was ihr so macht. Ja, ich mache was mit Computern und so. Und ne, das ist jedes Mal, macht man ja irgendwie was anderes. Und es geht bei Privacy nicht darum, dass man hier irgendwie ne, nothing to hide, dass man sich verstecken muss und dass man irgendwie, also auch ich mit meinem Namen, das kommt jetzt gleich noch, das geht nicht darum, dass man sich da verstecken will. Das geht einfach darum, dass man selber entscheidet, was man von sich preisgibt und dass man eben nicht will, dass es die ganze Welt weiß. Aber eben, es geht auch nicht darum, dass es jetzt niemand weiß, sondern das wäre dann wirklich Geheimhaltung. Ja, das Cypherpunk-Manifesto hat da noch so ein schönes Zitat. We cannot expect governments, corporations and other large faceless organizations to grant us privacy. We must defend our own privacy if we expect to have any. We know that someone has to write software to defend privacy and we're going to write it. Also wir sind hier voll in der Linie mit dem Manifesto, weil wir schreiben jetzt also diese Software und ich denke, ihr seid euch auch darüber im Klaren. Gerade so der erste Satz ist ja auch sehr stark, was es auf dieser Konferenz hier geht.
Dann eben noch hier, wer es war. Das bin ich. Ich bin eigentlich studierter Ethnologe, habe aber auch ein bisschen Informatik gemacht. Bin außerdem gelernter Schreiner. Also man muss jetzt nicht unbedingt immer der Hardcore-Techie sein, um solche Sachen zu tun. SWA ist eben, benutze ich als Unique Addressing im Internet und im Web. Wenn ihr mein Real Name wissen wollt, dann googelt nach den Vorständen vom Chaos Computer Club oder Hackers Without Borders. Dann seht ihr da einen weiblichen Namen. Das wird dann wahrscheinlich meiner sein. Und oben rechts sind noch so ein paar Sachen, die ich immer gerne erwähne. Also CryptoParty kennen ja wahrscheinlich alle. Hillhacks und Hackbeach sind so Camps, die wir in Indien angefangen haben. Da ist jeder herzlich eingeladen, um hinzukommen. Insbesondere die Leute, die sonst nicht nach Indien gehen würden. Und Events.ccc.de ist natürlich auch was, in dem ich sehr stark drin hänge, die letzten 10 Jahre, da den Kongress hauptamtlich, also ehrenamtlich natürlich gemacht, aber halt mit sehr viel Zeit. Gut. Dann jetzt mal in die Technologie. Ich werde einen Überblick geben über die Architektur. Die besteht eben aus Anwendungen, Adapter und Engine. Also das ist eben diese 3 Stufen. Kurz, was für Entwicklungsplattformen wir entwickeln. Links zu den Repositories. Und dann habe ich jetzt auch mal noch die Organisationsformen, die PEP hat, in dieses Kapitel gestopft. Weil ich das auch immer ganz wichtig finde, dass man das checkt, weil wir da auch uns was total Wildes ausgedacht haben. Also, die Architektur ist so, jetzt wäre es natürlich echt gut, aber macht nichts. Also eben Engine unten, der kann die ganze Krypto, der weiß die ganzen Message Transports und so. Dann haben wir eben Adapter dazwischen. In dem Beispiel von Outlook ist es ein Com-Server-Adapter, der dann eben an dieses Plugin von Outlook das Interface spielt. Also die Engine ist sozusagen eine API, der Adapter ist das Interface für die Anwendung, um eben diese Engine anzusprechen. Ich gehe da aber gleich noch im Detail drauf ein. Ja, hier unten an den URLs könnt ihr auch sehen, wo wir herkommen. Ne? CA Cert und Let's Encrypt, wir konnten uns nicht entscheiden, also machen wir beides. Haben da doch sehr viel, ne, wie sagt man immer, Religiosität dahinter. Hier nochmal 2 weitere Beispiele mit dieser mit Android. Da braucht man eben diesen JNI-Adapter oder iOS hat einen Objective-C-Adapter und das greift dann immer alles auf diese Engine zu. Also fange ich mal oben an mit den Anwendungen. Was wir haben, ist halt Outlook, weil, wie ich jetzt gleich erkläre, wir haben auch eine Firma, die verkauft das. Also wir versuchen, wer gerade den Vortrag von Frank gehört hat, also wir versuchen, so einen ähnlichen Spagat zu machen, nämlich eben da auch Geld zu verdienen und trotzdem alles Open Source zu lassen. Diese Anwendungen sind natürlich nicht immer zwingend alle Open Source. Also wenn jetzt einer von euch sagt, ey, ich habe eine SMS-App geschrieben für Android und die verkaufe ich für echt viel Geld auf dem Play Store und die möchte ich jetzt mit Krypto versehen, dann kann man natürlich diesen Engine da mit reinpluggen und dann könnt ihr das weiterhin verkaufen unter eurer Lizenz, wie ihr wollt. Das heißt, unsere Anwendungen sind ja eigentlich gar nicht unsere. Das heißt, damit sind die auch nicht immer zwingend Open Source, weil jeder kann das benutzen. Aber die Adapter und die Engine sind auf jeden Fall Open Source. Dann haben wir eben Android, da haben wir einen K9 Fork gemacht. Das ist so ein E-Mail-Client, den ihr wahrscheinlich kennt. Und eben Thunderbird, gerade schon erwähnt, hat jetzt eben Enigmail in der Beta-Version wirklich seit einer Woche jetzt draußen. Und für iOS haben wir jetzt einen komplett neuen Mail-Client geschrieben, weil da gab es einfach gar nichts Open-Source-mäßiges, auf das man hätte aufsetzen können. Das liegt jetzt gerade in einer sehr Early Alpha noch in der Entwicklung. Kann sein, dass es da vielleicht bis in, ich sag mal, ein paar Monaten dann mal eine Beta gibt zum Testen. Und hier unten, ne, more to come, we've just started, K-Mail, Mutt ist so ein Wunsch, der immer wieder kommt, ist ja auch wahrscheinlich relativ einfach zu machen mit dem Python-Adapter, kann sich auch gerne jemand einfach mal auf die Fahnen schreiben. Dann brauchen wir natürlich Browser-Plugins, da müssen wir uns irgendwie die Handschuhe anziehen und uns mit dem Web beschäftigen, weil Massenverschlüsselung für die Leute da draußen, die benutzen ja alle E-Mail über Web. Ja, your mail client here, dann aber auch so Kram wie SMS, Jabber, Facebook, Twitter, whatsoever, Massenverschlüsselung eben.
Ja, die derzeitige Implementierung dieser Apps machen eben im Moment PGP, GPG und S/MIME ohne den Nutzer zu stören. Das heißt, es verschlüsselt automatisch, es verschlüsselt den Betreff inline, wo man aber auch opt-outen kann. Das geht ganz einfach, wird einfach in die Message rein, also in den Body, Subject, Doppelpunkt und alle Clients, die halt irgendwie schon PEP-kompatibel sind, die erkennen es dann und tun es dann in deinem Client wieder zurück in Subject. Aber das bedeutet halt für alle, die nicht jetzt einen PEP-Client haben, steht dann halt im Subject immer nur encrypted, encrypted. Das ist natürlich ein bisschen nervig, deswegen kann man da auch opt-outen natürlich. Es ist kein Key-Management mehr nötig, weil das eben automatisiert gemacht wird. Es gibt keine Key-Server oder andere zentrale Infrastruktur. Fingerprints werden in Trustwords übersetzt. Es gibt keine Passphrase für die Schlüssel. Ich weiß, da kommt dann gleich wieder, oh Gott, wie könnt ihr nur und so, aber das ist halt, also wenn wir für die Massen das machen wollen, dann dürfen wir da nicht nochmal extra Passwort drauflegen. Und hier ist natürlich auch ein Opt-in vorgesehen. Dann wird der Header verschlüsselt und verschleiert, as much as possible. Und das funktioniert so, dass wir, so ähnlich wie beim MUT, wenn du ein Message Forward machst, also wir machen quasi die Message, tun die einmal in so einen Forward-Wrapper und dadurch ist der ganze Header, der ganze ursprüngliche Header im Body der E-Mail und setzen dann halt einen Fake-Header on top, wo dann halt ne, alles Mögliche drin steht, aber das hat dann nichts mehr mit der eigentlichen Message zu tun. Also dieses Forward-as-Attachment-System von MUT benutzen wir da. Und dann noch PEP-Sync, das ist so ein Sync-Protokoll, da komme ich aber später beim Konzept nochmal genau da drauf. Das ist nämlich auch, da sind wir ziemlich stolz, da ist uns was ziemlich Abgefahrenes eingefallen. Aber bleiben wir jetzt mal dabei, jetzt waren Anwendungen, jetzt Adapter. Das ist eben ein sprachen- bzw. umgebungsspezifisches Interface zwischen dieser Engine-API und der Anwendungsentwicklung, Entwicklungsumgebung. Und da haben wir halt nur verschiedene Adapter, die liegen jetzt schon rum, die sind fertig, wie gesagt, noch ziemlich schlecht dokumentiert, also so krass Plug-and-Play ist es noch nicht. Aber wir sind ja jetzt auch gerade noch mittendrin, das kommt dann halt, ne? Doku kommt immer zuletzt. Was macht der Adapter? Also die Anwendung ruft den Adapter an. Ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen so sagt, halt makes calls to, ne? Für die Funktion, die sie braucht, nämlich zum Beispiel Verschlüsselung, Entschlüsselung, MIME, Decoding, Encoding oder auch diese Trustwords zu kriegen oder Identity Verification, all diese Dinge. Der Adapter konvertiert das dann in einen für die Engine standardisierte Form und macht dort den C-Library Call, wo dann eben Engine Magic happens und der Adapter gibt dann das Resultat zurück an die Anwendung. Das heißt, der Adapter ist wirklich eben das Interface zwischen Anwendung und Engine. Und was macht die Engine? Die kümmert sich um die Messaging Functions, also Senden, Empfangen und allgemein das Processing für den Adapter. Macht die Cryptotech Services, also eben so eine API für Entschlüsseln, Verschlüsseln und eben MIME-D und Encoding. Und eben diese Fully Automated Key Management Services, wie halt eben Generieren, Verifizieren, Trust Rating und eben auch diese Synchronisation von Keys. Die Engine weiß Bescheid über Transportprotokolle, was im Moment halt nur E-Mail-Protokolle sind, IMAP, SMTP und so weiter, auch Exchange und aber eben dann auch XMPP lernen soll und SMS lernen soll und was es alles so gibt. Und dann in der späteren Zukunft eben Anonymisierung bzw. Metadatenschutz, wie man das ja so nennt. Anonymisierung denken ja mal gleich alle an ne, schwarze Masken und so. Metadatenschutz via GNUNet. GNUNet komme ich dann auch später nochmal drauf. Wer kennt denn GNUNet? Ist ja schon ziemlich lange irgendwie unterwegs. Oh, okay, na super, umso besser dann, dass ich das noch ein bisschen ausführlicher hier behandeln kann, hoffentlich, wenn ich genug Zeit habe und nicht so lange laber. Also die Engine fährt verschiedene Kryptostandards auf unterschiedlichen digitalen Kanälen, also Transportprotokollen. Sie ist geschrieben in C99, hat etwas weniger als 10.000 Zeilen Code und ist eben für den Entwickler Plug and Play, ohne sich mit der Krypto auseinandersetzen zu müssen. Was aber auch bedeutet, it's not meant to be used in Application Code directly. Also wirklich nur den Adapter benutzen, nicht die Engine. Die Engine, da haben wir jetzt auch einen Code-Audit drüber laufen lassen. Habe ich ja hinten als optional, können wir mal reingucken. Ist ausgeführt von Sektion 1 in Form von BEV.
Und ja, können wir vielleicht nachher reingucken. Das sind die Entwicklungsplattformen. Also wir arbeiten wirklich auf allem, was ganz witzig ist, weil wir sind natürlich noch ein relativ kleines Team und das führt dann doch manchmal zu ja, kulturellen Eigenheiten, wenn dann irgendwie ne, Entwickler aus all diesen Welten zusammen in einem Office sitzen. Ist immer wieder lustig. Das ist die Liste von Repositories. Da sind eben in der Mitte diese ganzen Adapter. Oben zum Beispiel seht ihr auch die Internet-Drafts, haben wir auch in dem Repo geschrieben. Dann gibt es so ein NetPGP-Fork für iOS und ja, also es ist alles Open Source, wir coden live im Internet, kann man sich irgendwie alles anschauen. Hier nochmal ein bisschen eine bessere Übersicht. Merken kann man sich einfach pepfoundation/pepsoftware oder pepfoundation und dann halt auf Software klicken. Da ist es dann auch alles nochmal schön in Text und unterteilt und so, da muss man sich jetzt nicht diese URLs merken, weil die sind ja auch alle relativ wild auf verschiedenen Plattformen. Also man sieht jetzt Enigmail zum Beispiel ganz unten, liegt halt auf SourceForge, weil Enigmail halt schon immer auf SourceForge ist. Dann haben wir eben, seht ihr hier, PepSecurity, LU und CH. Das sind diese verschiedenen Entitäten und da komme ich nämlich jetzt auch, warum ich das mit den Organisationsformen hier jetzt noch reingeschmuggelt habe. Wir haben uns auch da sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das möglichst fail-safe hinkriegen, dass wir halt einerseits Geld verdienen können, Leute bezahlen können für ihre Arbeit und andererseits aber trotzdem alles Open Source bleibt und wir aber nicht eben des Hungers sterben. Dafür haben wir jetzt eine Firma, eine Stiftung und demnächst noch eine Genossenschaft und wahrscheinlich auch noch eine zweite Firma. Die Firma, die es schon gibt, ist so Business to Business. Die verkauft halt das Outlook an große Firmen und die passenden Services dazu. Die Stiftung ist vor allen Dingen da, weil ihr der Code gehört. Also das ist irgendwie, der Code gehört immer der Stiftung, auch wenn zum Teil Entwickler in der Firma Code produzieren, gibt es also so ein dickes Abkommen zwischen Firma und Stiftung, dass jeglicher Code immer dann im Besitz der Stiftung ist. Das heißt, mit der Firma und auch mit der zweiten können wir halt, ne, hier was Frank erzählt hat, Venture Capital und sowas alles nehmen. Und wenn das halt irgendwie in die Hose geht, dann sagen wir halt, okay, eine Firma ist jetzt weg, aber das ganze Projekt stirbt deswegen nicht. Das heißt, es ist nochmal, ne, Frank ist ja wirklich in einem Ding und wir haben das jetzt einfach gespreadet auf irgendwie möglichst viele Entitäten. Also die Genossenschaft zum Beispiel wird jetzt gegründet aus verschiedenen Gründen, aber da wollen wir eben die Web-Plugins schreiben mit der Genossenschaft, sodass halt irgendwie möglichst alles gespreadet ist und wenn halt irgendeins nicht klappt, dann kann man das halt ne, abschreiben und sagen, okay, hat nicht geklappt und trotzdem weitermachen. Und deswegen haben wir hier so ein ganz wildes Konstrukt. Und, ach ja, was auch immer noch wichtig ist, das ist Luxemburg und Schweiz. Das klingt immer so ein bisschen fishy, ist es aber gar nicht. Es sind halt Luxemburger und Schweizer, die sich das ausgedacht haben und die machen das natürlich jeweils zu Hause. Also in Luxemburg ist die Firma, da kriegen wir so ein IT-Tech-Startup-Dings da, wo sie sagen, 50% jedes Gehalts eines Luxemburger Angestellten wird halt gefördert. Und in der Schweiz ist halt die Stiftung, also ist ja klar, wo will man eine Stiftung haben, in der Schweiz. Und eben die Firma hat halt so diese klassischen Investoren, keine Venture Capitalists jetzt, aber halt ne, normale Investoren, die da durchaus auch was bei rumkommen wollen, sehen. Und die Stiftung hat halt Stifter. Da gibt es eine Gründungsurkunde auf der Webseite, wo das auch genau alles draufsteht, wie das da, also Stiftung hat da ja eine totale Transparenz. Und die Genossenschaft wird jetzt gegründet, zu Republika wird es announced. Da könnt ihr Anfang Mai auch mal nach den Hashtags PEP für alle, PEP for all Ausschau halten. Das wird eine ganz witzige Nummer. Also wir sind da jetzt angekündigt als die PEP Supergroup. Das ist, sind so ein paar, wir haben da so ein paar kulturschaffende Journalisten, Autoren, Musiker, Kleinkünstler und so, die eben alle zusammen diese Genossenschaft machen und wirklich sagen, okay, es reicht. Und es geht auch nicht nur jetzt in der Genossenschaft darum, jetzt PEP-Technologie zu machen, sondern wirklich allgemein Kooperationen, alles zusammenbringen und mal wieder so alle an einem Strang ziehen. Snowden ist jetzt 5 Jahre her. Damals haben wir alle gedacht, oh mein Gott, scheiße, also, so kann das nicht weitergehen. Und jetzt ist irgendwie 5 Jahre später und ist alles so weitergegangen. Da müssen wir uns jetzt wirklich mal irgendwie mal zusammenreißen. So, dann ins nächste Kapitel, das Konzept.
Das sind 6 Punkte und dann eben noch die Zusammenfassung. Ich denke mal, ich gehe da direkt rein. Privacy by Default, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, wir machen, was die Nutzer eigentlich hätten machen wollen und automatisieren alle Schritte, die der Nutzer normalerweise ausführen sollte. Und zwar sollen da halt die Krypto-Needs aus der Perspektive der Nutzer verschwinden. Ich habe hier mal Vergleich HTTPS dazu geschrieben. Das ist ja eins, was passiert ist nach Snowden, dass plötzlich alle Webseitenbetreiber auf HTTPS umgestellt haben. Ich denke, da haben wir Let's Encrypt auch ziemlich viel zu verdanken, auch wenn ja, es ein bisschen schwierig ist ansonsten, weil sie ja halt in dem Mafia-System mitspielen. Vielen Dank auch nochmal an YPIA, wie sagt man euch? YPIA, die da jetzt nochmal versuchen, ein alternatives System zu machen. Aber nichtsdestotrotz, was passiert ist, ist, dass plötzlich total viele Webseiten auf HTTPS verfügbar waren und der Nutzer hat es ja gar nicht gemerkt. Also für einen Nutzer ist das einfach irgendwie Webbrowsing und huch, jetzt ist da was grün und ein kleines Schloss, was bedeutet das? Ach, keine Ahnung, ich mach mal weiter. Und da wollen wir halt auch hin. So, E-Mails, huch, jetzt ist sie grün, was bedeutet das? Keine Ahnung, ich mach mal weiter. Das ist halt irgendwie das. Also das, ja, wie gesagt, vorher auch das Beispiel mit OTR, da funktioniert es ja zum Teil schon sehr gut. Deswegen eben easy zu installieren, zu verstehen, zu benutzen, kein Training, kein Rumgenerve, kein Hassle und eben auch easy für die App-Developer, habe ich ja gerade schon versucht darzustellen. Und dann eben auch easy, Battery Horse Stable anstatt EC5539C8FEC, wie war es, FECF, da haben wir alle schon am Telefon das mal vorgelesen, ja? Geht ihr da mit dem Problem um, dass die Milch nicht aus dem Supermarkt kommt? Also so als Vergleich. Ja, das nimmt vieles ab, aber so macht es auch der Supermarkt. Aber schlussendlich wäre es halt gut zu wissen, dass das nicht aus dem Supermarkt kommt. Du meinst mit dem Problem, dass die Leute dann, wenn sie Fingerprints, wenn sie diese Trustwords lesen, gar nicht wissen, was Fingerprints sind? Ja, und dass sie nicht wissen, dass sie verschlüsseln und das auch wollen. Können wir uns bitte darauf verständigen, dass Fragesteller sich einfach melden, ich reiche das Mikro durch, das wird alles aufgezeichnet. Ja, er hat sich gemeldet, aber du hast nicht gesehen, dann werde ich drauf zeigen, machen wir es so. Gut, danke. Also die Frage war wörtlich, wie geht ihr mit dem Problem um, dass Milch nicht aus dem Supermarkt kommt? Und er wollte damit darauf anspielen, dass eben Leute ne, verschlüsseln und das gar nicht wissen oder eben Trustwords verwenden und gar nicht wissen, was das ist. Ich sehe das nicht als Problem. Also natürlich ist es ein bisschen schade, dass irgendwie Kinder heutzutage, ich glaube jetzt ist es ja nicht mehr so, aber eine Zeit lang in den 90er Jahren gab es ja mal so Umfragen, dass Kühe lila sind, wo ganz viele Kinder das also wirklich geglaubt haben, eine Kuh ist lila. Ich glaube, da müssen wir durch und das ist, also es ist mir lieber, Leute, um bei deinem Beispiel zu bleiben, trinken Milch und denken, sie wird vom Supermarkt produziert, anstatt dass sie keine Milch trinken. Also das ist alles, was ich glaube ich dazu sagen kann. Ansonsten ist es natürlich ein Problem und das ist was, womit ich auch die letzten, naja seit Snowden habe ich das total viel gemacht, Krypto-Partys sehr viel zu kämpfen hatte bei den Nerds. Also wie ich ja gesagt habe, ich komme ja da sehr stark aus der CCC-Familie, wo halt die Leute dann auch ständig kommen, was, du machst da auch mit? Gott, wie könnt ihr nur den Leuten sagen, hier installier mal Software und dann bist du safe und so. Ja? Also erstens mal, ich meine, ich war jetzt hauptsächlich auf meinen eigenen Krypto-Partys, ich weiß nicht, wie das auf anderen ist, aber ich habe halt schon so einen ganz harten Disclaimer am Anfang, dass es hier nicht darum geht, dass man jetzt total safe ist danach. Also ich habe das sehr, sehr viel im Ausland gemacht, in Entwicklungsländern auch und so und habe dann immer gesagt, wenn ihr irgendwie ne, serious stuff in mind habt, dann ist das hier nur ein ganz allererster kurzer Spaziergang. Da könnt ihr mal so einen Ausblick kriegen, aber dann müsst ihr euch richtig dolle damit beschäftigen. Aber wenn es euch darum geht, hier just a little more privacy, das Kryptorauschen zu erhöhen für die anderen Menschen in eurem Land, die Krypto benutzen müssen, dann ist das halt so ein bisschen wie so ein Regenschirm gegen Massenüberwachung. Du wirst trotzdem nass. So, du kannst ein paar Freunde unter deinen Regenschirm ziehen und der Schwall ist nicht so, du bist nicht dem so völlig schutzlos ausgeliefert, aber so richtig viel, ne, dass du jetzt da voll sicher bist, das ist es nicht. Und deswegen,
Ich glaube halt, wenn man diese Disclaimer ansetzt und dann aber trotzdem sagt, okay, ne, jetzt hast du dir dessen bewusst, dass du jetzt nicht hier dir ein bisschen Software installierst und dann die Revolution anzettelst. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann können wir jetzt anfangen und dir Software installieren und du brauchst nicht verstehen, um was es geht. Sondern ne, hier ist Signal, fang an und benutze es. Und wir sind auf jeden Fall auch auf dem Ding, dass auch, da wir es ja möglichst hassle-free gestalten wollen, da sind wir immer noch nicht so ganz einig, aber grundsätzlich sagt das Konzept, im Zweifel unverschlüsselt rausschicken. Also nochmal kurz irgendwie an den User, Achtung, hier ist irgendwas schiefgegangen, so jetzt wirklich versenden, aber im Zweifel unverschlüsselt rausschicken, anstatt den User davon abzuhalten, Nachrichten zu schicken. Ja. Ja. Du sagtest vorhin, der Private Key ist offen, also nicht verschlüsselt und auch nicht mit einem Passwort versehen. Hat man die Möglichkeit, das doch zu tun? Ja. Okay, ja. Also gut, denn sonst kann ich nie sicher sein, dass nicht jemand in meinem Namen hier Mails verschickt. Ja. Und das wird ja besonders dann schlagend, wenn das über Webclients läuft und ich irgendwo im Internetcafé gewesen bin. Und da sind meine Privatschlüssel unverschlüsselt und ungeschützt drauf. Das geht eigentlich gar nicht. Ich denke auch bei Webclients, also ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Konzept so tief auseinandergesetzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da dann auch das Passwort Opt-in zu einem Opt-out machen. Weil gerade bei Web, ne, wenn du das dann in einem USD-Stick, in einem Internetcafé und so benutzt, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, da ein Passwort drauf zu machen. Und das ist eben Opt-in. Uns geht es nur darum, dass eben diese Reihe von du musst als User nichts tun, eingehalten wird. Und sobald du dann wieder ein Passwort zwischendrin hast, hast du ja schon wieder eine Interruption. Also das ist wirklich einfach nur, also so ein Outlook-User, der sich jetzt PEP, dieses PEP-Plugin installiert, der schreibt einfach E-Mails. Da verändert sich gar nichts. Und ne, man kann natürlich sagen, okay, morgens tut man einmal den Schlüssel anlocken, eben Passwort Opt-in, aber grundsätzlich ist es halt erstmal nicht da. Ich denke aber, bei Web-Plugins müssen wir uns das dann nochmal überlegen. Eine zweite Frage, es gibt Autocrypt. Hier hängt er mit denen zusammen? Ja, ist das also vergleichbar, mit denen kompatibel? Ja, mit denen sind wir in engem Kontakt. Das ist alles miteinander kompatibel. Die Richtungen sind andere. Autocrypt möchte einfach nur für den versierten Nutzer es ein bisschen automatisierter betreiben. Und wir möchten eben, die versierten Nutzer können machen, was sie wollen. So, sie sind ja schon verschlüsselt. So, die können den Easy Mode dann wählen, wenn sie wollen, aber wir möchten ja die Massen da draußen erreichen. Und das, also da sind wir irgendwie, also inhaltlich kompatibel als auch technisch. Wir arbeiten auch gemeinsam an einem Projekt für eine neue GPG-Version, wo wir verschiedene Anforderungen dann zusammenbringen. Also gut, dass du es erwähnst, ich sollte die eigentlich auch mal irgendwo mit einbauen. Ja. Dann mache ich mal weiter. Okay, wir sind jetzt immer noch in dem Teil Easy des Konzeptes. Und zwar kommt nämlich jetzt hier noch dieses Sync-Protokoll ins Spiel, das ich gerade schon zweimal erwähnt habe und euch auch später vertröstet. Das Problem, Schlüssel über mehrere Geräte hinweg zu verwenden, wird hier realisiert über Gerätegruppen. Ich denke, wir kennen alle das Problem. Es gibt im Moment noch keine wirkliche Lösung dafür, außer irgendwie so Apple Cloud-Geschichten und so. Und das ist aber auch nicht wirklich eine Lösung. Es funktioniert so, hier sind so 5 Schritte, aber ich mache das mal hier wieder über diese Bildchen. Also ich habe jetzt ein neues Gerät, das ich der Gerätegruppe hinzufügen will. Dieses Gerät erstellt sich also erstmal selber einen Geräteschlüssel und meldet sich dann mit diesem an der Gerätegruppe, hallo, ich bin da, und die vorhandenen Geräte gemeinsam mit dem Benutzer verifizieren, ja, okay, dieses Gerät darf teilnehmen, und dann tun alle Geräte sich wieder auf einen geheimen Gruppenschlüssel einigen, der halt dieser Hauptschlüssel ist, und tauschen dann wieder ihre also Single-Schlüssel aus, ihre Geräteschlüssel. Also jeder, also wenn ein neues Gerät dazu bekommt, jedes der alten Geräte kriegt dann eben den Schlüssel noch von diesem neuen Gerät, und das neue Gerät kriegt die ganzen Schlüssel von den alten Geräten. Das kann dann auch benutzt werden, um Keys, Contacts und Kalender und so Kram zu synken. Und wie wir das machen, und das war das, was ich vorher meinte, wir machen das über IMAP. Wir synken einfach über IMAP. Also wir haben, wir machen das jetzt für E-Mail. Das heißt, IMAP ist immer vorhanden. Und dann machen wir so Sync-Messages, die tauchen jetzt, also es ist noch nicht ausgerollt, das ist noch im Testing. Jetzt tauchen die auch immer noch so in der Inbox auf. Da steht dann irgendwie eine Sync-Message, please ignore, und nach 5 Minuten ist sie dann auch wieder weg.
Aber es wird halt einfach alles über IMAP gesynkt, was halt bedeutet, anstatt über die Cloud, was ja nichts anderes als irgendwie andere Leute Computer sind, synke ich jetzt also über meine eigenen Computer. Und wenn man dann auch Backup-Problem hat sich damit erledigt, also wenn man jetzt auf Reisen geht und sagt, ja okay, ich habe da jetzt aber halt meinen Rechner und meine zwei Telefone dabei, was mache ich jetzt, wenn ich ausgeraubt werde, dann ist das ja alles weg, dann nehme ich halt noch irgendwie ein altes Smartphone und lege es bei meiner Oma auf den Dachboden und stecke es in USB ein, vorausgesetzt meine Oma hat WLAN, dann kann das halt irgendwie fröhlich vor sich hin zünken. Und wenn ich dann ausgeraubt werde, habe ich dort wieder ein Telefon. Da gibt es eine Frage. Mhm. Einfach mal durch. Ja, das warst du. So. Bei dem Sync-Mechanismus wird dann der Schlüssel, mit dem eigentlich eine E-Mail dann wieder entschlüsselt werden könnte, der wird auch synchronisiert. Ja. Über einen IMAP-Server. Ja. Ohne Passwort. Naja, über eine verschlüsselte E-Mail, die, ja genau, also ohne Passwort. Je nachdem halt, wie man das eingestellt hat. Das heißt, man vertraut, also das Vertrauen verlagert sich dann quasi von einer Cloud auf die eigenen Geräte. Okay. Ja, also das ist eine Prämisse, die wir einfach irgendwann mal, also da sprichst du auf jeden Fall ein Problem an, das ist ganz klar. Wir haben gerade bei den Massen, die wir da draußen erreichen wollen, haben wir natürlich total viele komische Zombie-Geräte, die Leute nicht unter Kontrolle haben. Aber da müssen wir halt irgendwie sagen, das Problem Hardware können wir jetzt nicht auch noch angehen. Mhm. Also und Operating System und so weiter. Also wir müssen auf irgendwas, müssen wir uns draufstellen. Und wir stellen uns da drauf, dass wir sagen, okay, Geräte sind sicher. Und wir haben das auch in unserer Dokumentation, wo dann immer steht, bitte haben Sie ein verschlüsseltes Betriebssystem, klicken Sie mal den Verschlüsselungsbutton auf Ihrem Android und so. Also wir versuchen die Leute daran anzuregen, auch für Gerätesicherheit zu sorgen, aber mehr als das können wir nicht machen. Und das ist natürlich ein Wunderpunkt. Aber das heißt, dem IMAP-Server selber muss man kein Vertrauen entgegenbringen? Nee, das nicht zwingend. Okay. Also da kann man auch wiederum einstellen, vertraue ich dem Server oder vertraue ich dem Server nicht? Das ist dann, wird dann eben je nachdem verschlüsselt oder unverschlüsselt dann der Austausch betrieben. Ist es auch möglich, Geräte wieder zu entfernen aus dieser Gruppe? Ja, klar. Wie? Quasi umgekehrt. Also irgendein anderes Gerät sagt, du bist jetzt weg. Und dann wird halt neuer Gruppenschlüssel erstellt, den nur noch die übrigen Geräte haben. Also so genau müsste ich jetzt nochmal die Entwickler fragen, wie sie sich diesen Prozess genau ausgedacht haben. Aber ich kann mir den jetzt relativ gut so ausdenken, dass halt die anderen Geräte sagen, okay, du Gerät gehörst jetzt nicht mehr dazu. Üblicherweise hat man es ja verloren. Also man kann ja dann nichts mehr mit dem Gerät machen. Und macht dann halt einen neuen Gruppenschlüssel und tauscht halt wieder die Geräteschlüssel aus. Ja, ich frage das deswegen, weil bis jetzt ging es immer daran, dass die meisten Sachen hier ablaufen, ohne dass der Benutzer was dazu tun muss. Und der Schlüsselaustausch wird ja ähnlich ablaufen. Ja. Aber das muss er ja dann bewusst tun. Also muss es ja da irgendwo eine Funktion geben. Genau, also er muss bewusst ein Gerät hinzufügen. Sagen, ne, habe ich ja hier gesagt, das war hier Punkt 3. Der Benutzer tut mit den vorhandenen Geräten das neue Gerät verifizieren. Und wenn wir jetzt sagen, ich möchte nicht ein Gerät hinzufügen, sondern ich möchte eins wegtun, ist es ja eigentlich genauso. Also der erste Schritt fällt dann weg, sondern der fängt dann eigentlich an bei Punkt 3, vorhandene Geräte sagen, dieses Device soll jetzt nicht mehr dazugehören. Und dann tun die alten Geräte sich eigentlich, sind da nur die zwei Schritte, Nummer 3 und 4, die machen dann neuen Gruppenschlüssel und fertig. Ja. Okay, jetzt würde ich aber gerne die Q&A, oder ist es jetzt alles zu sync noch? Weil wir sind jetzt schon, sonst würde ich noch kurz fertig machen und dann... Okay. Sorry, nur eine ganz kurze, vielleicht dumme Frage. Du sagst, ihr macht alles über IMAP. Was machst du, wenn es kein IMAP gibt, also Active Sync zum Beispiel? Ihr habt ja auch Outlook angesprochen. Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt meine Entwickler fragen. Gute Frage, kannst du mal im Channel fragen. Ja, ganz kurze Frage, beim verlorenen Device und wenn es nicht verschlüsselt ist, der Private Key, dann liegt der dort, oder? Ja, okay. Deswegen muss man das auch möglichst schnell dann aus der Gruppe kriegen. Also dann lieber schneller, ne, bei der Kreditkarte schnell anrufen und locken, anstatt rumliegen zu lassen. Okay, dann mache ich mal schnell weiter, dann haben wir nachher vielleicht noch kurz Zeit. Teil des Konzeptes ist Ende-zu-Ende, Verschlüsselung, Peer-to-Peer-Transport, keine zentrale Infrastruktur oder geschlossene Services. Also wir versuchen da schon irgendwie alles richtig zu machen.
Dann ist es natürlich freie Software, ganz klar, und veröffentlicht regelmäßig, also so regelmäßig, wir haben es jetzt einmal gemacht, aber wir haben einen regelmäßigen Prozess geplant, unabhängige externe Code-Audits, und sind eben kompatibel mit möglichst vielen Plattformen, Sprachen, Verschlüsselungstechnologien und Transportprotokollen. Da habe ich hier jetzt auch eben alles, was jetzt fett gedruckt ist, das ist die Krypto, die Engine schon spricht, und das, was drunter steht, ist das, was dann so der Reihe nach als nächstes kommt. Hier das Gleiche mit den Transportprotokollen, oben das, was die Engine schon transportieren kann, und darunter das, was wir uns so wünschen als nächstes. Und dann eben hier Metadatenschutz, Verschlüsselung ist nicht alles. Das muss ich jetzt hier nicht besonders betonen, vermutlich. Was ist das Problem mit unserem Internet? Das, also gibt es ganz viele, aber um ein paar Kernprobleme zu nennen, ist, dass das IP-Protokoll halt Informationen wie wild liegt. Den IP-Header, wo es herkommt, wo es hingeht, welchen Port und so weiter. Dann haben wir unsichere Defaults und eher hohe Komplexität des Managements. Wir haben zentralisierte Komponenten wie die IANA oder ICANN und DNS Root Zones und sowas. Dann haben wir Administratoren, die können bösartig sein, die können aber auch nur schlicht inkompetent sein. Und auch selbst wenn sie total super und kompetent sind, dann sind sie halt Angriffsziele. Und diese Designfaktoren werden natürlich total viel missbraucht. Deswegen haben wir jetzt halt hier eben das Konzept für diesen Metadatenschutz. Internet 1.0, also ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären, war halt irgendwie in den 70er, 80ern, wo wir alle waren, oh geil, wow, ich kann auf meinen Computer und du kannst auf meinen, das ist ja total super. Und jetzt, heutzutage sind wir so, ja, na klar kann ich auf andere Computer, ne? Das ist ja völlig selbstverständlich. Aber was, die können auch auf meinen? Und im Internet 2.0 brauchen wir halt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Anonymisierung der Datenwege, zum Beispiel Self-Organizing Peer-to-Peer Systems. Zusammenfassung, Nutzer müssen nicht über die Verschlüsselung nachdenken, sie nutzen sie bei Default. Ein Journalist hat mal das geschrieben, es ist also ein kleiner Hacker da drin, der entscheidet, welche Verschlüsselung dem Empfänger der Nachricht am besten passt. Also das ist so, wie wenn wir, weiß nicht, redest mit jemandem in einem Channel, in IRC, machst einen Query auf, machst da OTR an, dein Gegenüber sagt, oh, ich kann gar kein OTR in IRC. Ach ja gut, dann hast du auch einen Jabber-Client, dann gehen wir mal zu Jabber, dann redet man da und dann sagt einer, ja, ich gehe jetzt gerade aus dem Haus. Hast du auch Signal? Das sind ja alles so Entscheidungen, die wir jeden Tag irgendwie völlig natürlich treffen. Und das können wir aber halt nicht von den Leuten da draußen erwarten. So, jetzt habe ich aber auch nur noch 10 Minuten und ich habe eigentlich noch dieses komplette GNU-Net-Kapitel. Vielleicht mache ich dazu einfach einen Lightning-Talk morgen, wenn da noch Slots frei sind. Ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen durchscrollen. Also das ist hier irgendwie ne Internet stark vereinfacht. Und jetzt haben wir irgendwie GNU-Net stark vereinfacht. Also als Physical Layer benutzen wir vorhandene Protokolle, also nicht wir, sondern das GNU-Net. Achso, GNU-Net ist so ein, nachdem es jetzt fast keiner kannte, ist ein Projekt aus dem Akademischen, hat 2002 schon ihr erstes White Paper geschrieben. Die haben jetzt also 15 Jahre lang Protokolle geschrieben, neue Internetprotokolle und sind jetzt so weit, dass man das wirklich mal benutzen kann. Das kommt auf den letzten Slide. Jedenfalls ne, machen hier so einmal die komplette neue Infrastruktur. Darüber kommt halt statt Ethernet ist so eine Off-the-Record-Encryption. Danach kommt halt ein Distributed Hash Routing. Und dann haben wir CADET, das ist das Transportprotokoll. Das total viel noch zusätzliche Services macht, hier so eine Erweiterung von Xolotl, von Axolotl und ja, solche Dinge. Und dann haben wir eben GNS, das GNU-Name-System statt DNS und dann Applikationen. So, das war jetzt wirklich sehr kurz, aber vielleicht kann ich das wirklich noch als Lightning-Talk morgen machen. Wenn ihr es benutzen wollt, bitte nicht das Release nehmen, das ist nämlich von 2014. Das ist jetzt auch wieder so ein klassisches Open-Source-Projekt, was halt sehr stark im Akademischen angesiedelt war. Da gab es eine Forschungsstelle an der Uni München, die gibt es jetzt aber nicht mehr. Seitdem ist das alles so ein bisschen desorganisiert, aber jedenfalls das Git-Repository klonen und daraus installieren, bitte. Weil sonst ne, das, was man so als Debian-Paket bekommt und so, ist halt alles dieses alte Release.
So, und jetzt würde ich dann Fragen und Antworten machen. Und wenn jetzt keiner Fragen hat, kann ich das mit dem GNU-Net ja noch ein bisschen. Aber da ist was. Und hier war ja vorher auch noch so eine ganze Wolke. Ganz da oben. Ja. Dann mache ich das Licht wieder an. Und dann gehe ich rauf. Hallo. Nee, das war das da, ne? Hallo. Oh yeah. Gut, bis das Mikrofon da ist, ich habe auch noch Sticker mitgebracht, die ich jetzt vergessen habe, hier mitzubringen, aber die liegen unten auf dem Chaos-Tisch. Könnt ihr euch nachher irgendwie abholen oder auch morgen noch? Hallo. Ja, meine Frage, ich sag mal, wir gehen davon aus, ich habe mit einem Freund kommuniziert und wir haben uns beide verifiziert. Dann kaufe ich mir ein neues Gerät, meine Geräte handeln einen neuen Gruppenkey aus, ich sende von meinem neuen Gerät an meinen Freund. Weiß der dann, dass ich verifiziert bin? Das habe ich mich neulich auch schon gefragt. Ich vermute, das ist so, dass es dann mit Subschlüsseln realisiert wird. Aber das müsste ich meine, die sich das Sync-Protokoll nochmal genauer ausgedacht haben, nochmal genauer fragen. Aber ich gehe davon aus, dass es mit Subschlüsseln gemacht wird. Dass eben der Hauptschlüssel sich eigentlich gar nicht ändert, sondern immer nur der Subschlüssel, aber du machst ja die Verifikation auf den Hauptschlüssel. Und dann hast du nicht das Problem. Weil die haben natürlich genau das auch im Blick, dass sich dann da nichts ändert. Also es ist auch ähnlich, zum Beispiel, wie mache ich das mit der Key Revocation? Das läuft dann ein ähnliches Problem. Und da hat man im Zweifel, hat man ja immer die Lösung, dass wir als Standard immer den Key anhängen wollen. Also Thunderbird hat das ja auch schon seit Jahren immer mit diesem Attach my Public Key. Und dass man dann im Zweifel einfach immer seinen Key auch mitschickt, um dann das Revocation-Problem da zu lösen. Also dass wenn man einen neuen Key hat, dass die Freunde das alles mitkriegen. Aber die Verifikation muss man natürlich nochmal extra betreiben. Also Verifikation ist auch wirklich das, wo wir den User brauchen. Da können wir nicht, also das können wir halt nicht automatisieren. Ich gehe in dieselbe Richtung. Mhm. Ich habe den Eindruck von dem Sync-Protokoll, dass das voraussetzt, dass alle Geräte gleichzeitig aktiv sind. Das ist so und so oft nicht möglich. Zum Beispiel, wenn ich in einem Multi-Boot-System arbeite und entweder das eine oder das andere System laufen habe, aber auf beiden meine Mail habe oder ein Gerät ausgeschaltet ist oder. Ich glaube, da braucht ihr irgendwie was anderes, was auch ohne gleichzeitige Anwesenheit funktioniert. Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass der neue Gruppenschlüssel auch nachträglich an das eine Gerät kommuniziert werden kann. Also wenn jetzt, ich habe jetzt vier Geräte, eins davon ist offline, eins ist das neue und zwei sind die alten, also drei sind die alten, eins ist weg und eins ist neu. Jetzt kriegt das neue ja macht einen neuen Key, der wird an alle verteilt. Die einigen sich auf einen Gruppenschlüssel und wenn jetzt das Offline-Gerät an diesem Prozess nicht teilnimmt, ist es eigentlich ja, würde ich jetzt mal sagen, weiter kein Problem. Wenn das nächste Mal online ist, kriegt das eine Nachricht. Okay, hier ist der Single-Schlüssel von dem neuen Gerät und hier ist der neue Gruppenschlüssel. Also müsste eigentlich gehen. Aber ich werde es mir merken und nachfragen. Okay, also ich habe noch eine Frage und zwar, es wurde gerade eben gesagt, dass vielleicht so ein bisschen das Problem ist, dass die Nutzer nicht, oder du hast gesagt, ja, so in einer Zusammenfassung war es, glaube ich, dass die Nutzer nicht über die Verschlüsselung nachdenken müssen. Und ist das nicht so ein ganz klein bisschen auch ein Problem, wenn das zu sehr in dem Hintergrund gerät? Ich meine, WhatsApp behauptet auch, dass die verschlüsseln und wenn ich, sage ich mal, jetzt in der Perspektive der Nutzer bin, ja, dann haben wir jetzt zwei Projekte, die sagen, nutze diese, ich sag mal, Magie, wie auch immer das funktioniert aus der technischen Perspektive. Die meisten Nutzer werden das ja nie wirklich verstehen, dann wie qualifiziert man sich als Projekt oder so, dass man da vertrauenswürdig ist? Ja, gleiches Ding wie von Ari mit der Milch, ne? Ein bisschen. Das ist auf jeden Fall, ich meine, der Endnutzer, dem kann das erstmal egal sein und wir versuchen als Projekt halt, also es ist alles Open Source, wir haben auch wirklich alles, also es ist real Open Source, so ist alles live, es ist nicht so, ja, wir machen das dann mal Open Source, wenn wir den Code hübsch finden, sondern es ist wirklich so, alle Peinlichkeiten sind da draußen und eben Code Audits, wo wir eigentlich drei verschiedene Auditoren wollen, wir haben im Moment nur einen, also weil wir doch auch ein sehr hohes Paranoia-Level im Team teilweise haben und dadurch ganz viele Audit-Instanzen nicht in Frage kommen. Aber wir versuchen drei unabhängige Code-Audits
immer auf die Engine zu werfen, die zu veröffentlichen und ja, also klar, am Ende muss man als Nicht-Techie den Techies vertrauen, die sagen, ja, das ist in Ordnung, was die so machen. Ja. So eine Frage würde ich jetzt noch zulassen. Moment. Also ich bin auch heute Abend auf der Party und eben sitze da ein bisschen am Chaos rum und morgen auch den ganzen Tag noch da. Also man kann mich gerne sonst noch ansprechen. Wie ist die Ausstiegsklausel sozusagen? Wenn ich jetzt mit jemandem kommuniziert habe, der irgendwie mal gehört hat, dieses PEP, das ist total cool und hat sich das mal installiert, ich habe seinen Key bekommen und dann hat er aber irgendwie gemerkt, ach, irgendwie funktioniert das alles nicht, ich finde das alles doof, hat das wieder deinstalliert. Mein Client hat sich aber natürlich noch gemerkt, ich habe von dem mal den Key gehört, jetzt schicke ich natürlich alles verschlüsselt an den und der kriegt nur noch irgendwelche wirren Zeichen und ist vollkommen verwirrt. Habt ihr an sowas gedacht? Was ist da die Idee? Nein, natürlich nicht, weil du wirst nicht wie aufhören. nee, also wenn du deinstallierst, ist alles weg. Also dann sind auch deine Keys weg. Und die kann man natürlich irgendwie vorher, also ne, nochmal irgendwie backuppen oder so, wenn man das möchte. Aber ja, also dann hat natürlich dein Client oder dein Gesprächspartner ein Problem, weil er immer den Schlüssel schickt. Da muss man dann halt eine Regel einstellen, okay, an diesen Empfänger jetzt bitte wieder unverschlüsselt schicken. Aber das habe ich jetzt mit allen anderen GPG-Usern ein ähnliches Problem. Also wenn sich jemand GPG installiert, einen Schlüssel anlegt und 3 Wochen später sagt und den vor allen Dingen auf Key-Server hochlädt. Also ich glaube, das kennen wir alle, irgendwelche Key-Server, Key-Leichen auf Key-Servern, die dann ständig so, also ich hatte das auch, der ist jetzt im Mai endlich vorbei, wo man dann immer wieder zurückschreiben muss, so, nein, also nimm mal nicht den Key, sondern den anderen und so. Das Problem kriegen wir natürlich auch nicht gelöst. So, ich darf jetzt mal da reingreifen. Der nächste Vortrag steht draußen vor der Tür. Ich darf mich bei Sva bedanken. Es war für uns alle, glaube ich, ein sehr spannender Vortrag. Und man sieht sich.